Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den SC Verl begrüßen. 1229 Besucher sahen das 1:1 Unentschieden in der Krefelder Rotenburg. Bevor wir zu den Stimmen der beiden Trainer kommen, hier noch die anderen Ergebnisse vom 25. Spieltag der Regionalliga West. Bereits gestern das Spiel Rot-Weiß Essen gegen die SG Wattenscheid 09, Endstand 2:3. Heute dann SV Rödinghausen, Wuppertaler SV 0:1. TuS Altenbrück, Rot-Weiß Oberhausen 1:3. Bonn SC gegen Westfalia Riemann 1:2. Und SC Wiedenbrück gegen den FC Wegberg B 5:1. Dortmund 2 gegen Viktoria Köln ist abgesagt worden. Und nach einer halben Stunde beim Spiel Köln 2 gegen Gladbach 2 stand es 1:0. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die heute in der Rotenburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Merino Capretti, zu meiner rechten KFC-Trainer Michael Wiesinger. Herr Capretti, ich darf Sie dann zunächst mir und Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, guten Tag zusammen. Ich denke, das war heute insgesamt ein ganz intensives Spiel von beiden Mannschaften. Ich denke, in den ersten Minuten konnte man noch ordentlich Fußball spielen und dann haben die Platzverhältnisse sind ein bisschen schlechter geworden. Es war nicht einfach, auf dem Platz zu spielen, es hat unheimlich viel Kraft gekostet die Partie war an sich sowieso mit einer riesigen Intensität geführt. Wir wussten, dass Oehling im 4-3 spielt, ihre Stärken im Offensivbereich hatten. Unser Spiel war so ausgerichtet, dass wir die Außen einsetzen. Ich denke, das haben wir teilweise auch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben dann das Spiel auf Außen verlagert, hatten da kurzzeitig mal eine Überzahl. Und auch wenn wir jetzt nicht bis ganz zum Schluss gekommen sind, bis wirklich ins letzte Drittel, denke ich, dass wir den Gegner sehr gut beschäftigt haben. Gehen dann in Führung, läuft alles also nach Plan. Man konnte in der ersten Halbzeit sehr zufrieden sein. Ja, und genau das, was wir im letzten Spiel halt eben nicht gemacht haben, unsere Chancen verwehren, das haben wir heute gemacht. Wir haben heute insgesamt, glaube ich, 3, maximal 4 Chancen gehabt. In der ersten Halbzeit haben wir dann halt eben das 1:0 gemacht. In der zweiten Halbzeit verkürzt Oehling dann durch den Standard. Es ist halt eben brutal schwierig, gegen so eine Mannschaft halt jede Standard zu verteidigen. Wir haben da wirklich sehr, sehr gute Kopfballspieler. Von daher mache ich den Jungs gar keinen riesen Vorwurf. Vielmehr fand ich das super, dass wir uns wirklich in jeden Ball reingeworfen haben. Auch wenn es hinterher wirklich viel Kraft gekostet hat, bin ich insgesamt natürlich 100% damit zufrieden, auch wenn wir dann in der zweiten Halbzeit einmal den Schuss von Basti Müller in den Torwart super hält. Viktor Meier erkämpft sich den Ball von einem Torhüter, der sich da am 16. ein bisschen verdribbelt. Da stand das Tor leer, hätte man vielleicht sicher die Augen Tor machen können. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, am Ende haben wir auch natürlich Glück gehabt. Da geht der Muskel allein aufs Tor zu. Von daher denke ich, im Großen und Ganzen geht ein unentschiedener Punkt für beide Mannschaften absolut in Ordnung. Trotzdem wünsche ich dem KFC alles Gute für das Team. Vielen Dank, Herr Capretti. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Michael Wiesinger um seinen Kommentar. Erstmal, Kollege hat recht, es war ein sehr intensives Spiel. Das Problem war nur, dass wir die Intensität am Anfang nicht angenommen haben. Also ich war halt soweit, sagen wir mal kurz vor der Halbzeit, war ich einverstanden mit dem, was wir auf den Platz gebracht haben. Aber bis dahin, ja, waren wir natürlich nicht, wir waren nicht da, wir waren wach, wir waren nicht aggressiv, sind viel hinterhergelaufen, Passquote war schlecht. So ist natürlich zu Hause dann schwierig, ein Spiel aufzuziehen. Gegner hat gelauert, hat es gut gemacht, war auch mutig, das haben wir auch so erwartet. Aber trotzdem dürfen wir natürlich so 0-1, wo wir schlecht verteidigen, wo uns der Mann im Rücken weggeht. Das war so eine Verkettung von mehreren Situationen. Und dann stehst du erstmal mit 0-1 da und jetzt musst du zu Hause erstmal, jetzt musst du rausgekommen. Der Kollege hat es gesagt, es ist natürlich auch nicht so einfach, jemand sein Spiel aufzuziehen bei den Bedingungen, aber okay, ich brauche mich damit nicht aufhalten. Das ist hier so, deswegen, das wissen wir so.
Das kann natürlich jetzt auch keine Entschuldigung sein. Ja, darum geht es ja nicht. Wir haben uns so investiert, mussten Josh Endes dann rausnehmen. Dann tut man das leid für ihn, hat sich das die zwei Wochen im Training verdient. Aber wie so als Riesenfußball oder Wettkampf musst du halt auch liefern, kann ja auch keine Rücksicht nehmen, hab da ein bisschen korrigiert von der Ausrichtung. Ich fand, ab da haben wir eigentlich ganz gut ins Spiel gefunden. Da haben wir das Siegte präsenter, haben wir einen Torabschluss gehabt. Und ja, zweite Halbzeit, der Ausgleich fand ich, war dann auch verdient. Ich war schon der Meinung, dass wir natürlich am Schluss oder die letzte Viertelstunde dieses Spiel für uns entscheiden müssen. Ne? Gelegenheiten waren da. Und es hat dann die letzte Konsequenz, vielleicht auch die letzte Power noch gefehlt. Da hatten wir schon ein paar Situationen rund um den 16er rum. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir mit unserer Klasse auch irgendwo so ein Ding zu Ende spielen, so ein Ding reinmachen, Mund abputzen und so ein Spiel dann gewinnen. Auf der anderen Seite war natürlich auch immer wieder Konter in der Luft gelegen, haben wir schon so, haben sie gut ausgespielt. Einmal hat Herr Brehmann den Ball gegen eine Füße gespielt, da hatten wir Glück. Ja, das war natürlich auch völlig unnötig zu dem Zeitpunkt. Also von daher war es für uns eigentlich heute schon ein enttäuschendes Ergebnis, muss man schon sagen. Wir wollten halt alle Macht gewinnen, das haben wir nicht geschafft. Meine Analyse so kurz nach dem Spiel ist die, dass wir gut beraten sind, uns komplett auf uns zu fokussieren. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich auch aufpassen muss, die Drucksituation, die bei uns rund um die Mannschaft herrscht, dass wir das kontrollieren, weil ich einfach ein Empfinden habe, dass meine Spieler einfach auch nicht so leicht damit umgehen. Man geht ja nicht einfach raus, spielt frei von der Leber weg, das haben wir heute gesehen. Es kommt auch schon mal ein bisschen Unruhe auf, habe ich Verständnis dafür, die Erwartungshaltung ist groß. Aber trotzdem, die Jungs brauchen trotzdem die Leichtigkeit, die hatten wir heute auch nicht. Man merkt schon, dass es immer um viel geht. Ich finde, das müssen wir dringend justieren, das werde ich auch machen, ganz klar ansprechen, dass wir uns wieder auf uns besinnen, unseren Job machen und dann glaube ich auch, dann gewinnen wir solche Spiele. Alles andere irgendwo auf Tabellen zu blicken oder in die Zukunft zu blicken, glaube ich, macht momentan keinen Sinn. Ich glaube, das ist momentan unser Problem, das wir in der Mannschaft haben, da wieder die Dinge ganz geradlinig anzugehen. Heute waren wir nicht geradlinig in der Nation, wir waren nachlässig, gedanklich zu langsam. Und das gilt es jetzt zu ergründen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Und das werden wir machen. Ansonsten werden wir uns wieder schütteln, morgen früh trainieren und am Dienstag die nächste Aufgabe vor der Brust in Essen. Also von daher sehe ich es aus, es war ein verdienter Punktgewinn für den Gast, weil aber wir die waren, die es in der ersten Halbzeit auch zugelassen haben, die diesen Rückstand zugelassen haben. Und denen sind wir hinterhergegangen. Das war halt das Problem meiner Meinung nach. Und das gilt es zu verbessern. Einen schönen Abend. Vielen Dank, Michael Wiesinger. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann habe ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Ferner und Schule für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Michael Wiesinger hat es gerade gesagt, es geht diese Woche erst nach Essen, dann nach Rödinghausen. Dann die Woche spielen wir am Mittwoch, 21. März, hier zu Hause, das Nachholspiel gegen Ringer. Und am 25. März dann gegen Viktoria Köln. Bis dahin, schönes Wochenende noch. Tschüss, Herr Kassel.